Moin moin YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 im Roleplay Fauna Farmer Reloaded Projekt. Schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass ihr wieder mit einschaltet. So, wir haben jetzt schon das Hackschnitzel. Schnitzel. Und werden das jetzt natürlich hier erstmal runterbringen zu der Anlage. Und dann schauen wir einfach mal beim Gerold vorbei und gucken, dass wir dort ja alles weitere geklärt kriegen. Und wir dort dann, ja, dementsprechend, ja, unser Mineralfutter endlich abholen. Ne? Mineralfutter ab, Anlage an, Mischfutter produzieren. Non-stop. Ist auch etwas, was wir definitiv ganz, ganz stark in den Vordergrund stellen müssen. Weil ich glaube, der Herr Reimann, der Dani, der ist echt daran interessiert, eine Menge uns von dem Zeug dann auch abzunehmen, wenn es soweit ist. Sodass wir dort eine Menge Geld generieren können, bekommen können. So. Haben wir einmal hier durch die Anlage durch. Wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich auch den Mineraldünger mitnehmen, der fertig ist. Eigentlich auch keine schlechte Idee. Waren ja eh am Hof vorbei. So. Rein mit dem guten Stoff. Können wir mal kurz gucken, ob er uns schon eine Rechnung dafür gestellt hat. Ne, aber der Schweinehof hat uns eine Rechnung gestellt. 8000. Hat der das letzte Mal uns auch 8000? Ach ne, das sind die Gesendeten. Hallo? Ist ja auch egal. Ah, zahlen wir. So, zack. Sehr gut, dann sind wir auch wieder rechnungsfrei. Immer ganz wichtig, Rechnungen erstmal bezahlen, wenn wir die dann kriegen. Für den Gülle und Mist, das wir da mitgenommen haben. Dann sollten wir jetzt eigentlich alles wieder am Laufen haben, ne? Bis auf die, bis auf die Alkproduktion. Neufeld! Guten Tag, hier ist Herr Reimann. Ich habe gehört, Sie machen die Vertretung vom Landhandel auch noch mit, oder ist das nicht mehr korrekt? Ich? Ja, oder sind das falsche Informationen, die ich bekommen habe vom Chef? Ich weiß gar nicht, ist der nicht da oder was? Ne, da ist, geht keiner ans Telefon. Das ist schlecht. Wie dringend ist es denn? Ganz dringend, wir brauchen ganz dringend Kalk. Kalk? 75, um das fertig zu machen und wieder anzusehen. Wie viel Kalk brauchen sie denn? Eine Menge. Ne, was heißt denn, eine Menge? Das gibt bestimmt ein Minimum, ich schätze mal 10 Anhänger mindestens. Was heißt denn 10 Anhänger? Sag mir mal, also ich würde jetzt mal 10.000, 20.000. Ne, ich glaube eher Richtung 100.000. Oh. Ist fürs große Feld 75. Kollege, 100.000 Liter. Da muss ich erstmal gucken, ob er sowas überhaupt auf Lager hat. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, dann muss ich Sie anrufen. Rückrufen. Ja gut, dann rufen Sie uns an, wenn Sie das wissen, okay? Vielen Dank. Jo, ciao. Tschüss. 100.000 Liter. Eieieiei. Ja, können wir ihm liefern. Die 100.000 Liter. Ja, gut. Aber das hat jetzt erstmal keine Prio. Das heißt, er ist gar nicht da. Scheiße. Kann ich meinen LKW dann gar nicht... Wir fahren trotzdem mal runter und gucken mal, ob mein LKW fertig ist. Und das Mineralfutter fertig verladen ist.
100.000 Liter, ey. Was macht der Mann damit? Hunderttausend Liter. Das sind ein paar Anhängerladungen. Ich habe ja noch den Schlüssel. Habe ich ihn ja immer noch nicht wiedergegeben. Waren das jetzt nur 2000 Liter da drin? Okay. Haben wir auch gar nicht so viel Mineraldünger produziert aktuell. Okay, ist nicht schlimm. Hauptsache, wir fahren nicht komplett leer. Ja gut, dann werden wir jetzt, glaube ich, mal ganz schleunig mal runterhasseln zum Landhandel und mal gucken, ob wir den Kollegen dort antreffen. Wenn wir ihn nicht antreffen, müssen wir mal gucken, ob wir für ihn diese Lieferung da fertig machen können. So, aber erstmal der Mineraldünger. Halt, war zu weit. Hier müssen wir hin. Müssen wir mal gucken, ob wir ihm da helfen können. Aber ich kann ihm keine 100.000 verkaufen. Mm-mm, geht nicht. Der hat... Können wir nicht machen. Wir fahren mal schnell runter. Wir fahren mal schnell runter und gucken mal, ob wir da irgendwas machen können für ihn. Hunderttausend Liter, ey. Kannst du dir nicht ausdenken. Kannst du dir echt nicht ausdenken. Katastrophe. Ja, okay. Wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Sachen. Da das nicht Prio 1 ist für uns. Mit seinem Scheiß. Und dann gucken wir wegen den 100.000 Liter. So, gucken wir jetzt erstmal nach unserem Stoff. Lassen wir den jetzt hier erstmal stehen. So. Wo ist denn unser? Ach, hier steht er. So. Wo ist der andere Anhänger? Hier vorne, okay. So, Jung. Kann man ihm weiterhelfen? Nö, alles gut. Ich kenne mich hier schon mittlerweile aus. Wer sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich bin der Herr Neufeld. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Fricke. Ich
bin der Neue hier. Ich arbeite mit auf dem Hühnerhof bei dem Herrn Müller. Ja, okay. Ich wollte mich nur mal einmal auch bei Ihnen kurz vorstellen. Das sind nämlich alte Bekannte, wir kennen uns aus der Schulzeit. Hat ihn nämlich angerufen und hat ihn mich gefragt, ob er ein bisschen Arbeit für mich hat. Okay. Aber der arbeitet ja nicht hier auf dem Land- und Maschinenhandel. Nee, das ist richtig. Ich soll hier Dünger holen für unsere Felder. Okay. Weil das soll irgendwie mit dem Herrn Steiner, hieß er, glaube ich, der den Landhandel hier betreibt. Ja. Und das soll mit ihm nämlich alles abgesprochen sein, dass wir uns hier Dünger rausholen dürfen. Achso, ja, dann viel Spaß. Jo, ich danke. Alles klar, ich wollte nur sicher gehen, weil hier kann man ja nicht einfach rauffahren und machen, was man will. Ist richtig, vollkommen in Ordnung, verstehe ich. Alles klar. Wer war dein Name nochmal? Mein Name ist Fricke, John. Fricke, okay, alles klar. Okay. Nee, gut, weiß ich Bescheid. Dann viel Spaß und ja, gute Fahrt, ne? Jo, danke auch. Alles heile lassen. Das definitiv. Alles klar. Wiedersehen. Wiedersehen. So. Ja, gut. Und wo hat er jetzt meine Gewichtsplatte? Naja, gut. Gewichtsplatte ist nicht da. Heppa! So, nochmal die Steckerchen alle ran. Und dann nehmen wir das jetzt nämlich erstmal mit. Das ist wichtiger als alles andere jetzt zurzeit. Aber meine Gewichtsplatte wäre schon toll, wenn wir die noch... Na egal. Ruhe ich später ab. Die holen wir uns einfach später ab. Gut, sehr schön. Dann haben wir das auch geklärt. So. Okay, er hatte auch was gesagt. Er hat mehr wie 10.000. Wir brauchten ja nur 10.000 erstmal, aber dann können wir den Rest ja auch erstmal bei uns beiseite packen. Dann kriegen wir das hin. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Die Hauptsache ist, dass wir... unseren Unimog wieder haben. So, dann schmeißen wir die Anlage direkt an.
Sollten wir ja alles haben eigentlich jetzt, ne? Jetzt haben wir alles da. Silage natürlich noch nicht so viel. Aber ist nicht schlimm, dann kann die Anlage losgehen. Okay, let's fucking go. So, die laufen. Herbizid läuft nicht. Harnstoff läuft nicht. Essigsäure läuft nicht. Bräuchten wir nämlich Diesel. Bräuchten wir Gülle. Müssen wir noch runter? Ach, wir müssen eh runter Diesel holen. Dann können wir gleich Diesel überall wieder verteilen. Auf unsere Anlagen. Machen wir die jetzt erstmal randvoll. Unsere eigenen Anlagen mit Diesel. Dann passt das schon. Lagern wir das jetzt erstmal ein. Den übergeschüssigen Scheiß. Klasse. Ja, hervorragend. Das ist doch schon mal hervorragend. Siehst du, wir müssen noch bei der anderen Anlage. Ich guck gleich mal in meine Fahrzeugpapiere nach, ob wir zwei Gabelstapler haben oder nur einen, weil sonst müssen wir noch mal gucken. So, den Palettenwagen. Ja, den brauchen wir jetzt als nächstes. Dann holen wir jetzt noch die Glaspaletten, bringen die dann hoch. Ach nee, erstmal kümmern wir uns jetzt um 100.000 Liter. 100.000 Liter, ey. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen mit diesen 100.000 Litern, Jungs und Mädels. Ich muss noch mal kurz gucken, wie viel haben wir denn? Haben wir nicht auch noch einiges an Kalk hier? Was hab ich denn an Kalk? 44. Okay. Okay, okay, okay. 44.000. Die könnte ich natürlich auch erstmal an den Landhandel weitergeben. Die restlichen 44.000. Was sagt die Anlage? Gut, dann sind es mehr. Dann sind es 56.000. Ja, dann kriegen wir das hin. Können wir das oben noch rausholen aus der Anlage. Und dann holen wir den ganzen Kram hier raus, bringen das runter zum Landhandel, stellen den eine Rechnung. Und dann kriegen wir das hin, glaube ich. Ja, so machen wir das. Genauso machen wir das, Jungs und Mädels. Ja, der Landhändler ist anscheinend nicht vor Ort. Keine Ahnung, wo er sich rumtreibt. Wir werden das trotzdem dann erstmal übernehmen. Wir haben ja noch einen Schlüssel für die ganzen Tore und auch für die Fahrt. Also die Tore und die Eingangstüren, wenn er sie nicht ausgetauscht hat. Und dann können wir ja mal gucken, dass wir das für ihn geregelt kriegen. Und dann stellen wir dafür aber auch eine saftige Rechnung, dass wir ihn vertreten haben. Sage ich euch, wie es ist. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet gerne zur nächsten Folge ein. Däumchen raus, Abo raus, gerne wieder ein paar Kommentare da lassen und dann Kuss auf die Nuss, liebe raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.